Moin Leute, was geht? So, oh, aber oh, da habe ich meinen Controller, genau. Moin Leute, was geht? Mein Name ist Judo Gamescom auf der PlayStation 3 und herzlich willkommen zu Fallout 3 auf der PlayStation 3 von YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Boah. So, wir werden jetzt gleich die Vault verlassen und in ein Gebiet gehen, was vor 200 Jahren von Atombomben zerstört wurde. Und dieses Spiel wird euch wahrscheinlich alle in den Bann hauen. Ich schwör's, dieses Spiel ist der Hammer. Ist der Hammer. Uncut natürlich, in Deutschland ist diese Version verboten. Man kann hier wie in GTA 5 von der Drittpersonenperspektive in die Ego-Perspektive wechseln. Dass ich das mal sagen würde. Und ihr seht schon, die Grafik ist auch ganz schön nice, muss ich sagen. Aber natürlich braucht man dann schon Full HD. Anders ist das ein Schrott. Ihr seht hier oben links einen Geigerzähler, mit dem man die Radioaktivität messen kann. Ah, herrlich, hier kriegt man gerade. Warte. Hier. Da kann man hier noch verschiedene Perks einsetzen hier. Waffenfreak, das sieht immer gut an. Und da sind wir nun in Ödland, der Hauptstadt. Jo, hier habe ich ein Luftgewehr. Und dahin ist Megaton. Die Stadt, die um eine Atombombe gebaut wurde. Oder besser gesagt, im Mittelpunkt dieser Stadt befindet sich eine Atombombe und wir werden diese Stadt in die Luft jagen. Ne? Dafür wird es aber zwei Parts brauchen, weil ich maximal 6 Minuten aufnehmen kann. Aber egal. Die Stadt wird in die Luft gesprengt. Das kann ich euch sagen. Machen wir mal ein bisschen hier Action für die Leute, die auf Blut stehen. In Fallout 3 kann man, wie in Postal, die Gliedmaßen von den Menschen abhacken. Und das sieht natürlich ein bisschen brutal aus. Natürlich ist das Ding höchst verboten in Deutschland. Ich glaube, jetzt wisst ihr, warum das verboten ist. Also, blutige Gefechte mit Zombies werden wir uns bieten, aber wir werden heute diese Stadt in die Luft jagen. Und jetzt hört mal genau zu, ich schalte jetzt mal ein bisschen lauter. Und zwar den Spielton. Jetzt hört er mich ein bisschen leiser, aber ist eigentlich im Endeffekt egal. Ich halte meine Klappe und ich wünsche euch jetzt einfach mal viel Spaß. Hört zu und lest mit. Mein Name ist Lucas Sims, bin der Sheriff der Stadt und Bürgermeister, wenn man mich braucht. Ihr Anblick gefällt mir nicht. Ich rieche Ärger. Ich bin zu jedem fair, aber wenn Sie auch nur im Entferntesten blöd... Sie sind freundlich und... Ja. Haben Sie ihn gesehen, mein Papa? Reden wir über diese Bombe. Was gibt's da zu reden? Wer weiß. Ja, da unten seht ihr schon die Atombombe. Eine riesige Bombe, die man in die Luft sprengen kann. Und ich bin ja wirklich Fallout-Experte, wenn man das so sagen darf. Wir schauen uns am besten mal erstmal die Bombe an. Eine wunderschöne Megaton-Bombe. Und diese und kann man scharf machen, dass dieses Ganze, was hier erblinden. Sich befindet, alles in die Luft gesprengt wird. Klingt brutal. Ist brutal. Lasset die Männer, Frauen und Kinder der Erde sich versammeln. Ja. Um die Macht des das ist Atoms irgendwie so ein komischer Beichtvater, der über das Atom redet. Mal, der hat eine geile Knarre hier. Ein chinesisches Sturmgewehr. So. Und jetzt sind wir gleich mal bei Mr. Burke. Der wird uns nämlich eine Fusionsladung geben. Und mit dieser Fusionsladung werden wir die Stadt in die Luft sprengen. Aber so leicht ist das nicht, wie viele denken. Ne, wir müssen da noch etwas tun. Und was? Das könnt ihr jetzt gleich mal verfolgen. 6 Minuten wird das Gameplay dauern. Das heißt, wir haben noch ein bisschen und dann wird ein anderer Part mal erscheinen. Ich weiß, viele wünschen sich doch längere Parts, aber es geht nicht bei meiner Internetverbindung. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja, mach schon, du Schrottteil.
Jeden Tag derselbe Mist. Oh, ein Ghoul, ja, ein verstrahlter Mensch. So viel Radioaktivität. Ja, Mr. Burke. Noch 500 Kronkorken mehr und wir wären ein Deal. Das ist Mr. Burke, der will, dass wir ja, Ding, Megaton in die Luft jagen. Ich will euch jetzt hier nicht aufhalten mit dem langen Gesprächen. Das ist aber ist nichts anderes als Skyrim im Atomkrieg. Und ihr seht schon, das hat ja echt was von, keine Ahnung, wie diese ganzen Filme da heißen. Auf jeden Fall ist das ein richtig geiles Spiel. Man hat hier verschiedene Waffen. Noch viel mehr als das hier. 10mm Pistole gibt es auch noch am Start hier. Da haben wir das gute Ding. Aber leider keine Munition mehr. Und jetzt werden wir die Fusionsladung anbringen. Und dann müssen wir zur Tempany Tower reisen. Also wir müssen durch ein atombombenverseuchtes Gebiet. Das aber natürlich im nächsten Part. Wenn ihr natürlich Lust habt und sehen möchtet, wie diese Stadt in die Luft gesprengt wird. Wie eine Atombombe. Oh Gott, ich habe vergessen, die Fusionsladung abzuholen, oder? Kacke, Alter. Naja, im nächsten Teil werden wir die Bombe sprengen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Euer 2Gamescom auf der PlayStation 3. Ciao.